Wie viel Animation und wie viel Entertainment braucht denn mein Baby? Hallo und herzlich willkommen auf hebammenweisheit.de. Wenn die Kinder so aus dem Gröbsten raus in die ersten Wochen gut zunehmen, dann werdet ihr merken, dass sie mehr und mehr neugierig sind und sozusagen spielen wollen und alles, was ihr macht, ganz genau beobachten und schauen und wie wenn sie studieren, was machen denn die Großen? Und das ist so die Zeit, wo es anfängt, dass ihr mit Spielzeug, mit Mobiles, mit Rasseln, ja, wo die Sachen von außen immer wieder interessanter werden. Ihr kennt diese Spielbögen, ne? So mit so einem Trapez und dann hängen da so Sachen runter und dann fängt es auch an, dass die Babys das bewegen können und so. Was du ganz häufig bei vielen Kindern beobachten kannst, ist, dass sie, wenn sie dann auf ihrer Matte, auf ihrem Fell, auf ihrer Decke, Spieldecke liegen und mit dem Spielbogen spielen, dass sie erst total fasziniert sind, also wie geflasht so ein bisschen. Und dann plötzlich kippt es und sie fangen an zu weinen. Man hat das Gefühl, das ist ihnen zu viel. Das ist ihnen einfach zu viel. Und es kommt manchmal ganz plötzlich und ihr versteht dann nicht, warum. Denkt, was ist denn los? War doch gerade noch so lustig. Ja, aber es war zu viel. Und da würde ich zwei Dinge bedenken. Eins, ganz, ganz wichtig. Je nachdem, wie das Baby liegt und der Spielbogen ist, wenn der so ist, dass das Baby so nach oben gucken muss, das ist mega anstrengend. Ja? Gucken die immer nach oben, die sind so fasziniert davon, also wie im Dschungelbuch, die Schlange K, mit den, weißt du, diese mit den Augen, die sind total geflasht und gucken dann immer nach oben. Und das ist mordsanstrengend, anstrengend, anstrengend und dann irgendwann ist es ihnen einfach zu viel. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Spielzeuge oft zu nah sind. Ja? Die sind relativ nah vor den Augen. Und jetzt versuch mal, so ein Buch zu lesen. Ja? Das ist anstrengend. Es ist viel entspannter, wenn die Kinder ein Mobile anschauen, das weiter weghängt. Ja? Also irgendwas Schönes, was auch gerne harmonische Farben hat, schöne Formen hat, in irgendeiner Weise Harmonie auch ausstrahlt und sich bewegt ein bisschen weiter weg. Da können die Augen ausruhen, da können die Augen entspannt mitspielen. Wenn Spielzeug zu nah ist, dann ist das auf Dauer anstrengend. Und weil die Kinder dann so fasziniert sind davon, können nicht mehr aufhören, können nicht aufhören, bis es ihnen zu viel ist, dann, wow, dann wollen sie nur noch weg. Ja? Achtet da mal drauf. Ich wäre dafür, dass diese Mobiles, natürlich, wenn die größer sind, ist toll, wenn sie das selber bewegen können und die Wirkung ihres Handelns erfahren. Ja? Aber ich wäre dafür, dass man von Anfang die Füße von den Mobiles höher machen kann, dass die Kinder entspannter gucken oder ein, zwei schöne Mobiles an die Decke hängen und dann betrachten die einfach. Was heutzutage verloren geht, weil wir glauben, dass wir immer die Kinder in irgendeiner Weise bespaßen, bespielen, animieren, früh fördern, sonst was müssen. Was verloren geht, ist, dass die Kinder mit sich und der Welt und ihrem Körper einfach zufrieden sind. In alten Bilderbüchern ist dieses klassische Bild von der Babywiege, ne, so mit Rüschchen und Himmel und so. Und was guckt raus? Die Füße und die Hände. Und die spielen miteinander. So kleine, dicke Speckfüßchen und kleine, dicke Speckhändchen und die spielen miteinander. Und dann kommt der Klassiker, der große Zeh wird in den Mund gesteckt, so yogamäßig. Ne, das kriegen wir Großen gar nicht mehr hin. Voll beweglich und die Kinder trainieren total ihre Bauchmuskeln damit, die brauchen sie. Und wenn sie dann mal irgendwann auf dem Bauch liegen, dann trainieren sie ihre Rückenmuskeln, indem sie so machen. Und zwar nicht nur oben, sondern auch hinten mit den Beinchen, die Pobacken ganz fest zusammenkneifen und wirklich so da liegen. Ja? Und damit ihre Rückenmuskulatur trainieren. Und heutzutage liegen die Kinder viel zu wenig auf dem Bauch und üben das und Köpfchen heben, ja, und sie werden zu viel bespaßt, für meinen Geschmack. Und was dann verloren geht, ist, ich benutze meine Hände, ich erforsche meine Hände, ich spiele mit meinen Händen, weil sie immer abgelenkt sind auf was von außen, ja, und da wird den Kindern ein Prinzip beigebracht. Da wird ihnen beigebracht, dass sie ihre Zeit verbringen
sich mit Eindrücken von außen zu beschäftigen. Das heißt aber auch, dass sie die dann irgendwann brauchen, dass sie irgendwann ohne Entertainment gar nicht mehr können. Das sind dann die Kinder, die permanente Animation brauchen, wo immer irgendwelches batteriebetriebenes Spielzeug quäkt und quakt und sich bewegt und so. Und die gar nichts mehr mit sich selber anfangen können. Ja? Ein Kind, was einfach nur den normalen, gesunden Alltag seiner Familie mitbekommt. Beim Kochen dabei ist, beim Spazierengehen dabei ist, beim Schneeschippen dabei ist, beim Gartenmachen dabei ist und guckt, was machen die Erwachsenen mit dem Tisch deckt sozusagen, ja, ob jetzt im Tragetuch oder auf dem Arm und einfach guckt, was machen die Großen und mitmacht und seinen Körper erforscht. Also, meine Hände, die können ja das und das und das, Dinge anfassen, loslassen, ja. Und ich und meine Füße, ja, das Füßchen und Hände spielen miteinander und erforschen sich. Das geht langsam aber sicher verloren durch zu viel Entertainment und zu sehr dem Gedanken, ich muss mein Kind fördern und ich muss dies und das und jenes. Es gibt viele wunderschöne Sachen, die man mit Kindern machen kann und Fingerspiele und Lieder und so. Aber passt auf, dass ihr nicht den ganzen Tag damit verbringt, immer nur eure Kinder damit, also das Gefühl zu haben, ich muss meine Kinder jetzt bespaßen, sondern macht einfach ganz normalen Alltag, in erster Linie normalen Alltag und eure Kinder sind dabei und lernen, was macht man als Mensch so den ganzen Tag. Ne? Und natürlich gibt es dann Spielphasen, wo ihr direkt vis-à-vis mit dem Kind, wir spielen jetzt, oder ein Spielzeug vis-à-vis mit dem Kind, wir spielen jetzt. Aber es sollte auch Zeiten geben, wo das Kind mit sich selbst spielen kann, mit sich selbst zufrieden sein kann. Denkt da mal drüber nach, wie das Gleichgewicht für euch so stimmt und beobachtet eure Kinder, wenn sie mit Spielzeug spielen, wo der Punkt ist, wo es ihnen zu viel wird. Und wisst einfach, dass es diesen Punkt gibt und die Kinder zeigen das, die äußern das. Und oft ist, wenn sie dann motzig werden, einfach, hey, mir ist es zu viel, ich brauche mal kurz eine Pause für mein Gehirn. Ich muss mal kurz in die Ferne gucken, meine Augen entspannen, weil dieses viele nahe Zeug, das ist mir gerade zu viel. Genau, da wollte ich euch einfach aufmerksam drauf machen. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Beobachten. Man entdeckt jeden Tag Neues mit so kleinen Kindern. Das ist faszinierend und ich bin jedes Mal bei den Hausbesuchen geflasht, egal ob das jetzt die Babys sind oder auch die Geschwisterkinder, was Kinder so an Faszination produzieren, das ist unfassbar. Also, das wird nie langweilig. Ich wünsche euch alles, alles Gute und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unter das Video. Lasst Kommentare da, wenn ihr mögt und teilt eure Erfahrungen und gerne auch einen Daumen hoch da lassen, wenn es euch gefallen hat oder den Kanal abonnieren. Je mehr Leute das machen, desto besser werden diese Videos gefunden. Und es hilft dann wieder ganz vielen Leuten, die so ein bisschen ratlos sind und einfach auf der Suche nach Lösungen für ein glückliches Zusammenleben mit eurem Kind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Eure Levka. Tschüss.